Ihr wollt relativ zu Beginn in Starfield einer der besten Rüstungen und eines der besten Schiffe bekommen? Dann seid ihr hier in diesem Video genau richtig, denn ich zeige euch, wie das Ganze ihr in die Hände bekommt. Und selbst für diejenigen von euch, die bereits dieses Schiff bzw. diese Ausrüstung besitzen, es gibt hier noch einen kleinen Twist, denn es gibt verschiedene Variationen dieser Rüstung. Deswegen bleibt gerne bis zum Schluss dran. Herzlich willkommen hier, ich bin's, der Stamimus. Bethesdas Lieblings-Fanboy, derjenige, der euch aufklärt, was abgeht in den besiedelten Systemen. Und damit starten wir direkt rein in das Video. Die Rede ist natürlich von dem Raumanzug Mantis und von dem Raumschiff Razorloft. Und einige von euch werden das schon sicherlich in ihren Besitz haben. Es handelt sich um eine ziemlich starke Ausrüstung, die gerade für Anfänger zu Beginn ziemlich viele Vorteile bietet. Aber stopp! Auch wenn ihr diese Ausrüstung bereits besitzt, passt hier genau auf, denn es gibt verschiedene Variationen der Mantis-Rüstung. Das heißt, wenn ihr einen neuen Spieldurchlauf in Starfield startet, sei es durch NG+ oder halt komplett von vorne, solltet ihr auf jeden Fall hier nochmal einen Blick reinwerfen bzw. ganz genau aufpassen. Um diese Ausrüstung und das Raumschiff zu erhalten, müsst ihr die Quest Mantis abschließen. Die meisten von euch werden diese Quest bereits in ihrem Questlog bzw. Journal besitzen und haben sie einfach ignoriert oder einfach vergessen. Das liegt daran, dass man diese Quest erhält, wenn man halt die Leichen von Spacern durchsucht und dann stößt man auf einen Textlog, der diese Quest triggert. Und da draußen gibt es einige Spieler, die durch das Game relativ zügig hetzen und das Ganze natürlich einfach verpassen. Solltet ihr die Quest bisher noch nicht getriggert haben, dann erkläre ich euch jetzt, wie ihr sie erhält. Dafür gehen wir am besten an ein Mission Board und halten Ausschau nach einem Auftrag, der es uns erlaubt, Spacer umzubringen. Ansonsten stoßen wir halt auch immer wieder, wenn wir halt Planeten erkunden, auf Spacer. Sie sind eine der verfeindeten Fraktionen gegenüber dem Spieler. Auch im Weltraum gibt es Zufallsbegegnungen, wo wir mit feindlichen Spacern uns halt messen können. Zerstören wir ihre Schiffe nicht, sondern docken an diese an, können wir halt bei den Leichen, nachdem wir das Schiff gesäubert haben, eventuell halt den Textlog finden, von dem ich gerade gesprochen habe. Der Textlog hat die Aufschrift Geheimer Außenposten. Wenn ihr etwas am Verzweifeln seid und einfach gerade gegenwärtig keine Spacer findet, dann ist ein guter Anlaufpunkt die Nova Galactic Sternenwerft. Diese befindet sich im Sol-System, also unserem Sonnensystem, in der Nähe des Mondes. Hier werdet ihr immer Spacer und Ekliptiker finden, die gegeneinander kämpfen und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier halt auf diesen Textlog trifft, ist halt relativ hoch. Das Coole dabei ist, dass die Hauptquest euch automatisch hierher führt. Ihr könnt ja auch nochmal später wiederkommen, nach einer gewissen Zeit spawnen die Gegner einfach wieder erneut. Zum Beispiel könntet ihr euch einfach auf der Venus schlafen legen, hier vergeht die Zeit nämlich deutlich schneller als auf anderen Planeten und dann halt immer wieder halt zur Nova Galactic Sternwerft gehen und irgendwann wird dann halt einer der Spacer diesen Textlog im Inventar haben. Ansonsten haltet einfach die Augen auf und macht halt immer wieder kleine Abstecher auf die Außenposten vom Planeten. Danach müsst ihr in ein etwas weiter entferntes Sternsystem reisen, zu dem Planeten Denibola 1b. Achtung, das Sternsystem, in dem sich dieser Planet befindet, ist etwas vom Level höher. Nehmt also ordentlich Munition mit und eure besten Waffen, um hier nicht den Gegnern unterlegen zu sein. Da die Gegner in der Quest etwas anspruchsvoller sind, empfehle ich euch auf jeden Fall einen Begleiter mitzunehmen. Kommt ihr dann beim Versteck der Mantis an, werdet ihr auch sofort von den Gegnern angegriffen. Kleiner Tipp, den die meisten von euch schon wissen werden, aber den man gerne einfach mal übersieht. Das Leveldesign ist hier so gestaltet, dass es überall explosive Gegenstände gibt. Macht davon auf jeden Fall Gebrauch, gerade wenn ihr halt noch auf einer niedrigen Stufe seid. Seid ihr im Inneren der Anlage, erfährt ihr auch etwas mehr über die Mantis und über die Hintergrundgeschichte, wozu ich euch jetzt hier in diesem Video nicht spoilern will. Allerdings gibt es zu der Mantis eine spannende Hintergrundgeschichte und ich werde dazu nochmal ein separates Lore-Video machen. Wenn du dieses Lore-Video nicht verpassen willst, aber auch in der Zukunft Tipps, Tricks, Guides und halt Neuigkeiten zu Starfield erhalten willst, dann lass gerne ein kostenloses Abo da. Es ist natürlich offensichtlich, dennoch zur Erinnerung, speichert hier häufig ab. Übrigens kann man immer diesen Außenposten auch direkt per Schnellreise verlassen, wenn man gerade nicht im Kampf ist, um beispielsweise Munition nachzukaufen. Allerdings haben die Gegner ausreichend Munition und Waffen bei sich, also man kann hier durchaus auch kreativ werden. Wie draußen findet ihr auch drinnen in der Basis sehr, sehr viele explosive Elemente, macht davon auf jeden Fall Gebrauch. Gegen Ende wird es doch mal richtig tough und ihr habt es mit einem Gegner zu tun, der endlos Granaten werfen kann. Fokussiert euch am besten hier direkt auf diesen Gegner, denn er macht natürlich sehr viel Schaden. In meinem ersten Durchlauf auf schwer habe ich hier ziemlich lange gebraucht, bin immer wieder gestorben und mir ständig die Munition alle gegangen. Bringt hier also etwas Geduld mit. Und achtet auch, wohin ihr zielt, denn hier gibt es noch eine Geisel bzw. einen NPC, den ihr retten könnt. In meinem ersten Durchlauf hat der Arme einfach mal einen Querschläger abbekommen. Vergisst hier nicht, den ganzen Loot und die Munition zu verwenden.
Farm und ganz wichtig, ihr findet hier auch noch ein Bett, in dem ihr schlafen könnt, um halt eure Gesundheit wieder zu regenerieren. Es gibt dann hier einen NPC, mit dem ihr euch unterhalten könnt, der euch dann halt auch begleitet, der allerdings keine Hilfe ist und ihr erfahrt hier nur ein bisschen mehr über die Basis. Tatsächlich verrät euch später der NPC, in meinem Fall hat er sich halt einfach irgendwie selbst in die Luft gesprengt, weil er zu doof war, die Granate richtig zu werfen. Das ist einfach so ein richtig typischer Bethesda-Moment gewesen. Ihr könnt den Typen einfach wirklich nach dem Dialog umbringen, der wird euch eh verraten und ist eine absolute schmierige Ratte. Kommt ihr jetzt von diesem großen Raum in den nächsten, müsst ihr etwas aufpassen, denn hier gibt es Lasergeschütze und die haben es richtig in sich. Kleiner Tipp, unter diesen Geschützen, und das ist etwas schwer zu erkennen, wie ich finde, ist auch wieder explosives Material. Und wenn ihr das hochjagt, dann verlieren die halt schon mal die Hälfte. Geht dann in die Ego-Perspektive und nutzt immer das Deckungssystem und versucht ein Geschütz nach dem anderen auszuschalten. Geht euch zwischenzeitlich das Leben aus, rennt einfach wieder zum Bett, ruht euch etwas aus und geht dann wieder mit vollem Leben in den Kampf. Nun gibt es hier ein kleines Rätsel, was ihr lösen müsst, also eigentlich nicht. Ich habe die Mantis-Quest insgesamt 2-mal gemacht und ich konnte jedes Mal hier zu diesem Button rennen und sofort hat sich die Tür geöffnet. Eigentlich sollt ihr hier über diese Buchstaben laufen. Darüber gebt ihr dann das richtige Kennwort ein. Keine Ahnung, ob das bei mir jetzt einfach nur wirklich ein Bug war. Ich habe das ehrlicherweise auch nicht gecheckt beim ersten Mal, dass das ein Rätsel ist, aber ich sag euch zur Sicherheit hier trotzdem nochmal die Losung an. Diese lautet Tyrannis. Nun stoßt ihr nochmal auf ein Lasergeschütz und auf einige Roboter und dann kommt ihr schließlich in den Haupthangar. Wenn ihr noch ganz am Anfang seid, kaum Schaden austeilt, kaum Leben besitzt, rennt hier einfach durch. Dort hinten seht ihr dann schon die Razorloft, was ein ziemlich gutes Raumschiff ist, gerade zu Beginn, und dann müsst ihr hier nur den Schalter umlegen und schon fährt dieses Schiff nach oben an die Oberfläche. Dann müsst ihr nochmal zurücksprinten, um euch eure Mantis-Rüstung abzuholen. Und stopp, jetzt hier nicht wegklicken, jetzt wird es nämlich enorm wichtig, auch für diejenigen, die bereits diese Mantis-Rüstung besitzen. Denn jedes Mal, wenn ihr halt die Vitrine öffnet und dann die Rüstung auswählt, wie ich das hier gerade tue, wird halt random gewürfelt, was für Attribute ihr bekommt. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine ganz andere Mantis-Ausrüstung, als ihr sie habt. Und nicht jede Version der Mantis-Rüstung ist für unseren Spieldurchlauf, naja, lohnenswert. Bevor ihr die Ausrüstung nehmt, macht einen neuen Speicherstand, nicht schnell speichern, sondern wirklich einen neuen Speicherstand, nimmt dann die Rüstung, speichert wiederum ab, ladet den Spielstand davor und nimmt die Rüstung erneut und guckt halt, welche Attribute euch am meisten zusagen. Zum Beispiel könnt ihr eine Version der Mantis-Rüstung bekommen, halt, die halt ziemlich gut ist, wenn ihr halt häufig Planeten erforscht, dann erleidet ihr nämlich weniger Schaden von den Aliens. Aber die meisten von uns kämpfen halt wahrscheinlich gegen menschliche Gegner und eine dementsprechende Version der Rüstung ist natürlich für uns deutlich praktikabler. Anschließend könnt ihr hier die Basis einfach verlassen und mit dem Fahrstuhl nach oben fahren und tada, hier habt ihr euer neues Schiff, die Razorleaf. Dieses Schiff besitzt einige Annehmlichkeiten, gerade im Vergleich zu der Frontier, die ihr ja als erstes bekommt. So kann dieses Raumschiff einfach mehr Treibstoff einlagern. Und die Hülle ist deutlich stärker im Vergleich zu Frontier, das heißt, ihr könnt mehr Schaden aushalten. Das Schiff verfügt über außerordentlich gute Waffensysteme und ist halt auch ziemlich schnell. Auf jeden Fall gibt es in Starfield bessere Schiffe, aber dieses Schiff kann man ja auch noch später im Schiffsbuilder weiter upgraden und es bietet eine ziemlich gute Grundlage. Besonders schön gestaltet ist auch das Innenleben. Ihr habt hier beispielsweise oben eine Waffenkammer, wo ihr halt auch all eure Waffen ausstellen könnt. Zuvor gab es übrigens leider einen kleinen Bug, dass wenn man Waffen und Sachen ausgestellt hat, dass diese halt nach einer gewissen Zeit verschwunden sind. Inzwischen wurde dieses Problem allerdings von Bethesda gefixt. Die Mantis bzw. Razorleaf bringt euch auch einige Vorteile. Unter anderem ist es so, dass sich Spacer und Piraten vor diesem Raumschiff fürchten. Ihr werdet also immer wieder Zufallsbegegnungen haben, wo halt feindliche Piraten und Spacer euer Schiff erkennen und dann halt abhauen. An den Nachrichtensäulen, die ihr in jeder größeren Stadt finden könnt, wird zudem halt auch darüber gesprochen, dass die Mantis wieder zurück ist. Das finde ich ein ziemlich cooles Detail, ehrlicherweise. Wenn ihr jetzt noch mit dem Erkunden relativ schnell reich werden wollt und ziemlich viel XP farmen möchtet, dann klickt euch unbedingt hier in dieses Tipps und Tricks bzw. Guide-Video rein.